Ja, hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 1. Wir waren stehen geblieben bei Mission 13. Das Ende der Schlange. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen und die Mission starten. Mission 13. Das Ende der Schlange. Ich benötige äußerst dringend Verstärkung. Dieser unverschämte kleine Flegel hat es irgendwie geschafft, mich bis in die letzte Grafschaft zurückzudrängen. Und er dreistet sich, mein absolut gerechtfertigtes Angebot für einen Waffenstillstand abzulehnen. Meine Hauptstreitkraft ist auf halbem Weg durch das Land, um zu euch zu stoßen. Haltet ihn auf, bis ich ankomme. Ich will ihn persönlich in Stücke reißen. Einige meiner Männer sind in der Nähe. Ich werde sie zu euch senden. Sie sollen an dem Vergnügen teilhaben. Die neue Burg der Schlange liegt in einem Tal gegenüber der alten Burg. Wir haben seine alte Festung bereits besetzt. Baut sie aus, bis ihr stark genug seid, um die letzte Burg der Schlange zu belagern und ihn endgültig auszulöschen. Solltet ihr Erfolg haben, zieht sofort wieder ab. Denn wir haben nicht annähernd genug Männer, um der Hauptarmee des Wolfs entgegenzutreten. Bildet einige Baumeister aus, um die benötigten Belagerungswaffen errichten zu können. Ja, hier seht ihr die Mission. Tötet die Schlange. Das war's im Grunde. Und wir haben gerade gehört, der Wolf möchte seine Hauptstreitmacht auf den Weg schicken. Vorher mucksen wir mal schnell die Schlange ab. Sollte kein Problem sein, ne? Easy peasy. Und der Schwein hat auch einige Männer in seiner Nähe. Also hey, ja, mal schauen. Ja. Strategie. Vollendet eure Burgwelle, bevor ihr die Burg der Schlange zu belagern versucht. Verteidigt eure Befestigung mit Steintürmen. Verwendet Händler, um durch den Verkauf von zusätzlichen Rohstoffen an Gold zu kommen. Da Eisen an dieser Stelle leicht abbaubar ist, solltet ihr schon früh mit dem Bau von Minen beginnen. Den Ratschlag werde ich auf jeden Fall beherzigen, weil Eisen sehr viel Kohle einbringt, also Gold, das wollte ich sagen. Hinweise: Errichtet Katapulte und schützt sie mit tragbaren Schilden, wenn ihr die Burg der Schlange angreift. Ja, das sollte man schon machen, ne? Eine Burg mit Katapulten angreifen. Aber wir haben zum ersten Mal Katapulte, also schon verständlich, dass dieser Hinweis auftaucht. Versucht zuerst, Türme zu zerstören, auf denen sich die Belagerungsgeräte befinden. Ja, auf den Türmen der Schlange befinden sich Belagerungsgeräte. Baumeistergilde. Hier können wir, wie ich letztes Mal ja erwähnt habe, Leiterträger und Baumeister ausbilden. Ja, Baumeister sind da für die Belagerungsgeräte. Und da steht das schon mal jetzt da. Ja, sie können später auch kochendes Pech auf die Feinde herunterschütten. Das haben wir ganz kurz im Intro von Stronghold 1, also in der ersten Mission, mal kurz gesehen. Da kam dann dieser Brandzug so. So, Stronghold 1 und dann diese Musik dazu. Halleluja. Ja. Genau, ja, benötigt Gold. Herstellung von Belagerungsgeräten, da seht ihr schon einige. Wir können bis jetzt, glaube ich, nur Katapulte machen. Da ist eine Feuerballiste, glaube ich. Oder, das ist eine gewöhnliche Balliste. Ich habe eine Feuerballiste gedacht, weil in Stronghold Crusader sie vorkommt, aber in Stronghold 1 gibt es die noch gar nicht. Das ist ein Rambock. Das da vorne, könnt ihr es erraten? Es ist ein Belagerungsturm. Sieht man leider nicht ganz. Und hier ist ein Tribock. Werden wir alles noch nicht jetzt haben? Momentan haben wir nur das Katapult. Ja, und ja genau, manche Belagerungsgeräte verlangen eine bestimmte Anzahl von Baumeistern. Ja, also alle verlangen eine bestimmte Anzahl an Baumeistern, aber manche halt mehr und manche weniger. Höchste Anzahl ist 4 für den Belagerungsturm, falls ihr es wissen wollt, 3 für den Tribock und 2 für den Rest, außer für den Rambock, da sind es wieder 4. Ja, Leiterträger sind zu nichts nütze, außer um halt eine Leiter aufzustellen. Die sind total wehrlos im Nahkampf, das habt ihr gesehen letztens, dass ich Streitkolbenkämpfer auf die geschickt habe, die können nichts machen.
Ein tragbarer Schild ist genauso wehrlos, außer dass er halt erschützt. Das ist seine einzige Funktion. Und wir haben jetzt einen bisschen größeren Turm. Mir ist eine kleine Panne passiert. Ich bin auf Fall zurück auf Versehen gekommen und habe das Ganze nochmal ganz schnell abgespielt. Und ich wollte es nochmal erwähnen, damit ihr jetzt wisst, vielleicht wenn ich einen Cut gesetzt habe und der vielleicht etwas abrupt kam, damit ihr wisst, woher das kam. Weil das muss ich auf jeden Fall rausschneiden, das passt überhaupt nicht rein. Beziehungsweise ihr werdet es dann wahrscheinlich nicht sehen in dem Video, aber ich wollte es mal erwähnen. Ja, wir fangen jetzt auch einfach an. So, beherzigen wir den Ratschlag gleich mal und bauen wir ein paar Eisenminen. Und wenn wir kein... Verdammt nochmal! Was ist mit mir los? Einen Marktplatz haben, baue ich einen Marktplatz. Und wir haben keinen, deswegen brauche ich einen. Gibt's? Ja, Bin zur Stelle. Eure Befehle? Am besten auch schon mal ein paar Holzfäller. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Und ein paar Hütten. Zu verwalten. Und da eignet sich dieser Vorsprung super, um ein paar Hütten zu bauen. Vielleicht noch ein Holzfäller hier oben hin, damit es ein bisschen Abwechslung hat. Steuern. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Und ich möchte gerne noch ein Vorratslager hier hinbauen, wenn ihr Leutchen da mal weggeht. Danke. Wie mache ich das? Ja, eine Burg kann ich hier schlecht noch bauen. Lass hier mal einen kleinen Durchweg, damit die da durch können. So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Kein Problem. Ich möchte... Ich glaube, eigentlich brauche ich diese... Kirche? Kapelle. Nicht, weil... Das Volk liebt euch, my Lord. Weil die eigentlich nur Platz wegnimmt. So. Ich möchte zumindest eine Käserei hier machen. Mal... Ein Gerber, ein Armbrustmacher, gibt es keine Arbeitszeit. Ein Streitkolbenmacher, ein in diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Beziehungsweise Lanzenmacher. Piken haben wir eigentlich noch nicht. Ich mache das irgendwie immer so, ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht, wie ich anders diese Mauer bauen soll. Das fehlt mir an Kreativität, muss ich zugeben. So. Ich ziehe es einfach hier zu. So. Ja, ich habe abgegrenzt. Ah, ich sollte mal den Steinbruch hier ein bisschen mehr Gesellschaft geben. Also mehr... Ja, ich sollte noch einen dazu bauen, Mann. Das wollte ich sagen. Er hat halt so alleine gewirkt. Und ja, schadet nicht. Wisst ihr was? Diesmal machen wir mal ein bisschen Hopfen. Weil die ganzen Missionen davor habe ich gemerkt, dass ich bis jetzt kaum Hopfenfahren gebaut habe. Und Bier. Und das will ich mal ändern. Bei der Mission ist es eigentlich gerade gut, weil... Im Grunde braucht man sich überhaupt nicht beeilen. Man hat alle Zeit der Welt. Und ja, hier können wir auch mal gucken. Da ist die Schlange. Also da hinten ist der Lord. Den müssen wir abmurksen. Hier ist eine Balliste drauf und hier ist noch eine Balliste drauf. Die sollen wir zuerst abschießen. Und eigentlich ist die Schlange hier zugemauert. Die kann gar nicht raus, die hat gar kein Torhaus, so bescheuert. Und was man noch machen kann, möchte ich mal anmerken, man kann hier an einem der Berge da einfach so eine Mauer irgendwie dran bauen. Ich weiß nicht, irgendwo hier baust du ein Stück Mauer hin, baust dir eine Treppe und dann kannst du einfach reingehen. So bescheuert. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, das geht. Unglaublich manchmal, was man herausfindet, wenn man das Spiel mal lang genug spielt. Das hätte ich früher nie herausgefunden. Aber manchmal testet man halt doch mal so ein bisschen an der Mission herum. Mache ich jedenfalls. Dann findet man sowas raus. Wir benötigen Holz.
Und wir können Eisen verkaufen, was uns OP macht. Wir benötigen Holz. Das Einzige, was wir nie haben, ist Holz. Im Übrigen, da das Mission 13 ist, habe ich gedacht, könnte ich mal so einen Funfact erzählen, den ich erst letztes Mal gelesen habe. Nämlich, das erzähle ich jetzt gleich, wenn ich die Bäcker jetzt baue, dass im Mittelalter es wohl tatsächlich war, so war, dass Bäcker normalerweise so ein Dutzend Brote oder so an ihren Kunden geliefert haben. Ich weiß nicht, es hieß irgendwie, es hatte einen bestimmten Begriff, Namen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Und wenn sie auch nur ein Güter weniger dabei hätten für den Kunden, eins zu wenig geliefert hätten, hätte das im Mittelalter drastische Strafen nach sich gezogen, so dass, ich glaube, sie hätten die gleiche Lieferung nochmal machen müssen. Sie hätten den Kunden das einfach ersetzen müssen, weil halt ein Brot oder so gefehlt hätte. Bin zur Stelle unerreichbar. Ich habe gedacht, das ist ein ganz lustiger Funfact. Bin zur Stelle. Irgendwie. Ich weiß nicht. Aber dazu weiß ich eigentlich zu wenig in dem Bereich. Ich habe es jetzt nur so ungefähr wiedergeben können. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht total falsch gesagt, aber... Ja, ihr könnt es mal nachlesen. Ich glaube, es ist auf Wikipedia zu finden. Unter Punkto 13 als... Oh. Ja, unter der Zahl 13 halt. Eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Das ist aber nicht so nett. Ich glaube, ich habe mich scheiße vorbereitet. Und deswegen kann ich Harnische kaufen. Ich kann Harnische kaufen, das ist gut. So. Achtung, bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Und Marsch! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Bogenschützen bereit. Ach, ehrlich, den Turm, den brauche ich nicht. Der nimmt nur Platz weg. Eigentlich möchte ich hier unten das ganz gerne schützen. Wie soll das gehen? Ja, du... Beschützt einfach die Farm. Es ist schon nicht so schwer, wirklich. Ist nicht so schwer. Mein Herr? Was wünscht ihr? Und die Truppen des Schweins greifen an. Am besten beschützt man die Farm halt, indem man einfach einen Wald darum zieht. Ich meine, kompliziert ist es ja nicht. Bewegt euch, Hunde! Bewegt aber irgendwie los. Möchte ich es nicht so ganz. Dann ist es ein bisschen schwerer vielleicht. Damit ziehe ich aber auch immer die Missionen in die Länge. Ich weiß nicht. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Rücken aus. Ich weiß nicht, was besser ist. Wahrscheinlich ist beides blöd. Sind auf dem Weg. Wir sind verloren. Ich brauch mal ein paar Jägerhütten, denke ich mal. Wer ist damit? Wo ist der Kornspeicher? Da. Machen wir mal hierhin. 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 So. Die Treppe. Ich finde es blöd, Treppen so zu bauen. Wenn, dann baue ich Treppen, ich zeig's mal, so hin. Obwohl. Ja, so hin. Oha. Sind schon recht viele Truppen. Was gibt's? Ja, wenn er ein bisschen was kaputt macht, ist nicht so schlimm. Ich denke, das dürfte noch relativ gut für uns ausgehen. Dann ist halt so. Ja. Sind so gut wie tot. Schick sie in den Tod. Keine Chance. Die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Bewegt euch, Hunde. Bewegung. Lass die Farben in Ruhe. Komm schon, sei nicht so. Die sind so gut wie tot. Moment mal, ich hab jetzt... Der Angriff ist gleich vorbei, oder? Ist da noch was? Oh ja, da kommt noch eine zweite kleine Truppe. Ist nicht so schlimm. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Ja, wie ist das mit... Alter, haben wir viel Zeug.
So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ein Moment. Ich würde mich mal. Ich kann mich nicht so gut auf beides konzentrieren. Na gut. Manchmal hilft Hühnerfutter. Wir haben keine Chance. Die sind so gut wie Hühnerfutter. Auf ins Getümmel. Ach scheiße, meine einzige Schwäche im Multitasking. What the fuck, wie schlecht seid ihr? Bin zur Stelle. Ist das denn so schwer, Mann? Okay. Das ist jetzt. Bogenschützen bereit. Vorwärts! Okay. So absurd. Warum ist da immer noch die. Warum ist da immer noch die Musik da? Och, och kommt. Seien wir nicht so. Kleine Hütte hier hin. Und auf jeden Fall mal die Brauerei machen. So. Eins. Zwei. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Machen wir eine Schenke. Hier hin oder so. Ja, hier hin. Dieses Außentor fand ich schon immer komisch. Die Gruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, Herr. Machen wir mal eine gute alte hölzerne Befestigung darum. Das ist doch nicht so schlimm. Ist nur so ein kleiner Teil, der hier falsch rum, so rum. Die grenzen hier ab und wir machen hier ein Torhaus rein. Komisch, aber es geht noch. So. Ich hab ein bisschen Angst. Ah ja, sieht bescheuert aus. Also, lassen wir das. Okay. Hier und hier. Ist jetzt zu. Wir werden es auch zulassen. Das ein bisschen verstärken, damit es zwei Wälle wenigstens sind. Die Truppen des Schweins greifen an. Das Einzige, was wir jetzt noch dazu machen, wird ein Turm sein. Es passt nicht so ganz rein. Und was man machen kann, ich zeig's einfach mal demonstrativ hier. Du machst ein Tor aus hier hin und kletterst auf den Turm drauf. Sieht nicht so hübsch aus, aber es ist effektiv. Ich habe nie genug Bürger, weil ich alles immer sofort ausgebe. Die 100 knackig garantiert. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Und Eisen habe ich. Alter, guckt mal euch an, was passiert, wenn ich die ganze Zeit nicht auf mein Vorratslager achte. Ich kann locker wieder 10 Armbrustschützen machen. Und wenn man die kaufen kann, ist das OP. Armbrustschützen sind in diesem Spiel, ich weiß nicht. Es ist so, als ob man einfach nochmal ein fortgeschrittenes Zeitalter hätte, wo man dann auf einmal Schusswaffen benutzen könnte. Das ist das Gefühl mit Armbrustschützen in Stronghold. Achtung! Und los. Ich denke, das ist eine ganz gute Beschreibung. Und Marsch! Wo ist mein Burgfräulein? Ich wollte mit ihr reden. Der Speicher ist voll, mein Lord. Ich verpasse alles. Ich weiß nicht mal mehr. Ach, da ist man noch. Ich wollte sagen, ich weiß schon nicht mehr, wo mein Marktplatz ist, aber ich habe ihn doch noch gefunden. Ach, die Suche nach dem verlorenen Marktplatz. Bin zur Stelle. Es werden Tom. Rekruten benötigt. Mein sein. Bogen ist euer. In Bewegung. Kann man hier. Ich kann hier tatsächlich eine Zugbrücke bauen, wenn ich möchte. Okay. Das muss jetzt sein. Es ist eigentlich schon. Das ist viel zu krass, aber. Ich mach das jetzt. Eure Beliebtheit steigt. Das ist so bescheuert. Und ich werde hier noch, nach dem Angriff des Schweins, mache ich hier noch ein paar, mache ich hier ein Programm drum. Das ist so bescheuert. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, sei es. Ja, Armschutz sind ordentlich, aber nicht so viele. Und die Streitkommenkämpfer vom Schwein sind hingegen schon mehr. Los,
Auf ins Getümmelfutter. Deswegen muss ich die Einzelnen hier aufpicken. Eine Botschaft des Schweins. Bald werdet ihr zu Schweinefutter. Oh Gott, der Ambulanzenträger. Bewegt euch, Hunde. Wie viele Streitkommen habe ich? Nicht so viele. Und ich habe auch nicht so viele Harnische. Heißt, ich muss meine Harnischproduktion etwas ankurbeln. Ich glaube, das könnte sogar mal voll werden, deswegen mache ich eine zweite hin. In diesem Gebäude gibt einen normalen Fall machen, mache ich auch noch. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Und ich würde gerne noch einen Streitkolbenmacher Streitkolbenmacher machen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit.